FM1 Kickoff. Moreno Miranda, am letzten Match gegen den FC Zürich hier daheim hat es wieder geklappt mit einem Goal. Ich bin sicher, du bist froh darüber. Ist das wieder der Joker Moreno Miranda gewesen, den man ja schon so viel Mal gesehen hat? Ja, ich glaube, jetzt gegen Zürich war es wirklich so ein typisches Joker-Goal, wo ich schon ein paar Mal hat dürfen machen. Und es war ein riesiges Gefühl schlussendlich, wenn du reinkommst und sie machst und dann den Match noch 1-0 gewinnst. Also, das war fantastisch gewesen. Und trotzdem war das manchmal so ein bisschen Fluch und Segen für dich gewesen, weil du bist dann so ein bisschen abgestempelt als der Joker. Ja, das stimmt schon. Ich bin manchmal halt schon nicht ganz glücklich darüber, aber man sieht, alle gesagt, dass ein Ruck durch die Mannschaft geht und vielleicht auch ein Ruck durch die Fans und alles Gefühl haben, er kommt rein, jetzt geht noch etwas. Und das ist irgendwie auch ein schönes Gefühl, etwas Schönes, das man miterleben darf. Und ich würde gerne mehr von Anfang an spielen, aber wenn es halt die Rolle als Joker ist, probiere ich das Beste daraus zu machen. Und ich glaube, es ist in dieser Saison oder dieser Rückrunde nicht so schlecht gegangen. Wenn es ja so klappt wie gegen Zürich, ist das super für die Fans, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, wir sind alle glücklich im Stadion. Oder fast alle die Ecke, die nicht so glücklich sind. Aber sonst, was sie nach dem Match erlebt haben, so, ist natürlich fantastisch. Jetzt geht es wieder gegen den FC Zürich. Das speziell zweimal hintereinander in wenigen Tagen gegen den gleichen Gegner zu spielen? Ja, das finde ich schon. Der Spielplan, mit dem man in der Retour spielt, wieder gegen die gleichen, ist schon ein bisschen speziell. Ich bin nicht so fremd vom Ganzen, aber jetzt ist es halt so. Und ja, jetzt sind wir halt auf Zürich und schauen, dass wir dort wieder punkten. Was wird anders jetzt im letzten Grund als hier daheim in der AFG Arena? Ja, dass Zürich daheim spielt und dass der Platz ein grösser ist. Und, nichts gegen unseren Platz da, aber der Platz in Zürich ist einer der besten in der Schweiz und dort kann man wirklich sehr gut Fußball spielen und das ist halt die Stärke im FC Zürich, das schnelle, das kleine Passspiel hin und her und das wird sicher um einiges schwieriger. Ganz ehrlich, kann man sich auf den FC Zürich noch konzentrieren, wenn Lausanne vor der Tür steht? Das ist so wie eine Spassbremse ein bisschen, oder nicht? Ich weiss nicht. Ich bin einer von diesen Spielern, die halt nicht so viel gespielt haben. Für mich ist morgen die Möglichkeit, dass wir dem Trainer zeigen, du, Montag, ich wäre auch eine Option. Und ich glaube, wir haben ein paar, die morgen werden spielen. Wenn nicht so viel spielen, das ist das für uns ganz klar die Möglichkeit. Wie das jetzt ist, halt für einen Lukas Schenkel, der wahrscheinlich wieder wird spielen, weiss ich nicht. Vielleicht ist es für ihn eine Spassbremse, aber für uns andere, die morgen die Möglichkeit haben, ist es keine Spassbremse. Wir wären voll und top motiviert dort hineingehen und wollen zeigen, dass wir am Ende auch dabei sein können. Danke, Marino Miranda. FM1 Kickoff.